Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pollen-Edu-Veranstaltung unter dem Titel Diskutieren mit Berivan Aslan. Herzlich willkommen auch unseren Zuhörerinnen über Spotify und unseren Zuseherinnen und Zusehern über YouTube und Instagram. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich unseren heutigen Stargast Berivan Aslan. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit uns zu diskutieren. Die Veranstaltung steht unter dem Titel Mut zur Regimekritik. Berivan Aslan sagte, mein politisches Profil und meine Identität passen zum Feindbild vieler fundamentalistischer und rechtsextremistischer Gruppen. Ich war die erste österreichische Politikerin, die vom Islamischen Staat eine Morddrohung bekam. Berivan Aslan war von 2013 bis 2017 im österreichischen Nationalrat für die Grünen und ist seit November 2020 Mitglied des Wiener Landtages und Gemeinderätin in Wien für die Grünen. Und es war ein ganz besonderer Wien-Wahlkampf für Berivan Aslan. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Netzwerken der türkischen rechtsextremistischen Grauen Wölfe sowie von Islamisten in Europa. Sie steht seit Jahren im Visier ihrer Gegner. In den vergangenen Jahren war Berivan Aslan immer wieder mit Morddrohungen konfrontiert, sei es seitens des sogenannten Islamischen Staates über Online-Kanäle, durch anonyme Aufrufe oder in abgeschwächter Form auch auf physischer Ebene. Im September, genauer gesagt am 15.09., stellte sich den österreichischen Behörden ein Mann, der angab, im Auftrag des türkischen Geheimdienstes MIT ein Attentat auf Aslan geplant zu haben. Es scheiterte. Seit mehr als 12 Wochen steht die Politikerin nun unter ständigem Polizeischutz. Und so lautet meine Auftaktfrage heute an Sie, Frau Aslan. Wie geht es Ihnen denn aktuell? Können Sie uns ein bisschen berichten, wie sich die letzten Monate für Sie gestaltet haben? Vorerst möchte ich mich für die Einladung herzlich bedanken und das Interesse am Thema, weil für mich ist das Thema ein Herzensthema. Also ich fühle mich immer besser, wenn ich das Gefühl habe, es gibt sehr viele Menschen, die sich gerade für diese Themen interessieren, dass sie sich für die Verteidigung unserer demokratischen Werte interessieren. Und umso mehr geht es mir dann besser, wenn ich dann merke, es gibt immer mehr Interessierte für das Thema und es gibt immer mehr Menschen, die sich für die Demokratie sozusagen ins Zeug hauen und die demokratischen Werte unserer Gesellschaft dann verteidigen. Wie es mir geht, ich bin in meiner Freiheit sehr eingeschränkt. Also morgen werden es circa 13 Wochen. Also seit circa 13 Wochen lebe ich in einer Wohnungsisolation. Seit circa 12 Wochen lebe ich unter Dauerbewachung und unter einem verschärften Polizeischutz. Das bedeutet, vor meiner Haustür gibt es Polizeibeamten, die ständig bewachen. Ich darf rausgehen nur mit Personenschutz. Also es ist für mich mittlerweile ein Luxus zu sagen, ich gehe jetzt kurz in den Supermarkt und kaufe mir die Milch oder kaufe mir einen Zucker. Sondern ich bin angewiesen auf dritte Personen, die für mich die Alltagseinkäufe erledigen. Natürlich, ich meine, ich bin massiv eingeschränkt in meinen demokratischen Grundrechten. Ich konnte auch keinen Wahlkampf führen. Ich habe leider den ganzen Wahlkampf daheim verbracht. Und es ist mitten in Europa ist es eigentlich unvorstellbar, unter welchen Bedingungen wir überhaupt Politik machen können. Und ich hoffe, das ist das Letzte, das ist das erste und das letzte Ereignis für mich. Jetzt haben Sie am 15.09. die Information erhalten, dass sich ein Mann bei der Polizei gestellt habe, der angab, vom türkischen Geheimdienst beauftragt worden zu sein, einen Anschlag an Ihnen zu verüben. Wie gingen Sie dann am 15.09. und in den Folgetagen vor? Können Sie uns da ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Also ich muss gestehen, es war nicht die erste Drohung, die ich erhalten habe, sondern seit 7 Jahren werde ich aus unterschiedlichen Gruppen angegriffen. Meine Fangemeinde ist sehr groß, also von Nazis, Identitären, Rechtsextremisten angefangen bis hin zu
Dschihadisten, Islamisten, AKP-Anhänger, Gauwölfe. Es ist eine sehr breite Gruppe, die eigentlich in der Gesinnung sehr ähnlich ticken. Und ich bekam immer wieder Online-Morddrohungen, die ich aber mit der Zeit dann ignoriert habe. Das finde ich natürlich fatal, dass ein Mensch sich an Morddrohungen gewohnt. Und am 15. September war ich dann richtig schockiert, weil da war ich unterwegs in der Maria-Hilf-Straße mit meinem Fahrrad, bekam dann den Anruf von der LVD Wien. Der Polizeibeamte sagte, dass eben sich ein Mann gestellt hat, der angegeben hat, dass er beauftragt wurde, mich zu töten. Ich hatte am Anfang das Gefühl, das kann gar nicht stimmen. Also allein schon die Idee war für mich ein bisschen absurd, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich in keiner Funktion. Also damals war ich in keiner Funktion. Ich bin ja später dann in den Gemeinderat gewählt worden. Und es war ein Schockerlebnis. Ich wusste am Anfang ehrlich nicht, was ich mit dieser Information anfangen sollte. Und habe mich dann am nächsten Tag bei der LVD Wien gemeldet und wollte dann nähere Informationen haben. Und je mehr die Ermittlungen vorangegangen sind, desto mehr wurde die Lage und der Sachverhalt einfach ernster. Ja, und seitdem stehe ich unter Personenschutz und warte ein bisschen hoffnungslos auf ein Ende. Neben Ihnen sollen noch Evgeny Dönmez, Andreas Schieder und Peter Pilz, der dies dann auch über die Rechercheplattform Zack Zack veröffentlichte, Morddrohungen erhalten haben. Hätten Sie sich gewünscht, Peter Pilz hätte dies nicht veröffentlicht? Ich muss die Entscheidungen der Menschen akzeptieren, wenn sie sagen, ich muss in der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit schützt mich und meine Familie. Und diese Entscheidung habe ich auch in Kenntnis genommen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich bin nicht sofort damit in die Öffentlichkeit gegangen, sondern ich wollte abwarten, was genau die Sache ist und wohin genau uns die Ermittlungen führen. Also wenn man zu schnell mit derartiger Sachen rausgeht, dann besteht die Gefahr, dass natürlich sehr viele Informationen verbreitet werden und wo dann die Gefährder höchstwahrscheinlich dann versuchen werden, die Beweismittel zu unterdrücken. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn ein Mensch sagt, ich muss in die Öffentlichkeit, weil ich mich selber schützen will und meine Familie schützen will. Da werde ich natürlich die Entscheidung dann in Kenntnis nehmen. In Bezug auf die anderen Politiker ist mir gesagt worden, dass sie nicht in dem Sinne gefährdet sind, wurde mir zumindest vom BVD mitgeteilt. Aber klar ist, dass ich eben die meistgefährdete Person im Moment bin und vielleicht deswegen auch so einen erhöhten Schutz dann habe. Ich habe Sie auch heute gefragt, ob wir dies aufzeichnen dürfen. Sie sagten ja, klar. Jetzt denke ich mir, da gehört doch auch irrsinniger Mut dazu, trotz dieser Drohungen, trotz der Angriffe öffentlich über diese Themen sprechen zu wollen oder bereit dazu zu sein. Was treibt Sie denn an, diesen Mut und diese Courage zu fassen und sich diesen wichtigen Themen der Demokratie zu widmen? Also diese Frage wird mir immer wieder öfters gestellt. Also auch mein soziales Umfeld, auch meine Familie sagt immer wieder, warum tust du dir das an? Warum tust du dir das an, dass du ständig in Lebensgefahr dich befindest und ständig bedroht wirst? Aber ich denke ganz, ganz plausibel, sage ich mal, wenn ich heute als Frau in einer Demokratie meine Meinung frei äußern kann, also als Mensch einfach auch an der Politik auch teilhaben kann, dann hat in der Vergangenheit jemand für mich gekämpft, dass ich heute in Freiheit leben kann. Und ich sehe das als eine Bringschuld gegenüber all jenen, die für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und auch Menschenrechte einen sehr hohen politischen Preis dafür bezahlt haben, die für diese Errungenschaften wahrscheinlich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Und ich sehe das als eine Bringschuld meinerseits in dieser Generation, dass ich dann sage, okay, wir lassen es einfach nicht zu, dass man uns unsere demokratischen Grundwerte und Rechte dann wegnimmt. Und das ist für mich die Motivation für diese
für diese Rechte und Freiheiten zu kämpfen, weil ich der Meinung bin, ja, der politische Preis ist dafür wahrscheinlich sehr hoch. Ich bin seit Jahren in meiner Freiheit massiv eingeschränkt. Aber trotzdem, also wenn der Preis dafür die Verteidigung der demokratischen Werte ist oder die Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit ist, dann zahle ich den auch gerne. Andersherum gefragt, welches Interesse hat die türkische Regierung und der türkische Geheimdienst an Berivan Aslan? Ja, ich verkörpere alles, was zu ihrer Sündenbock-Theorie passt. Also ich bin kurdischstämmig, ich verteidige europäische Grundwerte, ich setze mich für Gleichberechtigung ein, ich setze mich für Rechtsstaatlichkeit ein. Ich versuche, die Stimmen aller türkeistämmigen Demokratinnen und Demokraten zu sein und gleichzeitig aller Minderheiten in der Türkei zu sein. Weil Menschenrechte sind für mich nicht nur, spielen sich für mich nicht nur in den Grenzen von Wien ab, sondern Menschenrechte sind universell. Und ich setze mich auch für Menschenrechte in Iran ein und auch in den anderen Ländern. Und das macht mich natürlich immer wieder zum Feindbild dieser Regime, weil ich auch natürlich viel aufdecke und weil ich auch natürlich viel darüber berichte, was in diesen Ländern vorgeht. Weil durch Medienzensur bekommen leider viele Menschen in Europa das meiste nicht mit. Und ja, Politiker und Politikerinnen wie ich oder Menschen aus meiner Lebensrealität versuchen, diese Demokratiedefizite beziehungsweise Rechtsstaatlichkeitsdefizite immer mehr ans Rampenlicht zu bringen, um hier gesellschaftliche Schieflagen zu beseitigen. Nun, was stört Sie denn konkret an der Türkei? An der Türkei stört mich nicht. Es stören mich die Regime, es stören mich die menschenunwürdigen Gesetze, es stören mich die demokratiefeindlichen Gesetze, es stören mich die ausgrenzende Politik, die andere als Böses darstellt, die einfach eine Bevölkerung konstruiert, die andere dann ausschließt. Und das stört mich. Ich finde, fundamentale Rechte müssen überall bewahrt werden. Und es gibt halt leider auch sehr wenige Politikerinnen und Politiker, die sich mit Islamismus, Dschihadismus beziehungsweise mit dem ausländischen Rechtsextremismus befassen, weil sie sich die Finger nicht verbrennen wollen. Und so kommen die wenigen dann schnell unter Verdacht, wenn ein Angriff dann geplant wird. Nun, ist die Türkei Ihrer Meinung nach eine Demokratie? Nein, also die Türkei war in meinen Augen nie leider eine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass man auch für die Menschen in der Türkei für Demokratie kämpfen sollte. Wie gesagt, also ich kritisiere nicht die Türkei als Ganzes. Ganz im Gegenteil, also ich sehe eine Spaltung in der Türkei. Die Spaltung setzt sich von Demokraten und Antidemokraten, Demokratinnen zusammen. Und ich setze mich für die Menschen dort ein, die eben in Menschenwürde leben wollen. Und ich kritisiere das Regime, das in meinen Augen sehr demokratiefeindlich ist, gegen die Pressefreiheit ist und all jene Werte, die wir heutzutage nicht als zeitgemäß sehen. Sie haben ja im Jahr 2008, habe ich gelesen, auch Ihre Diplomarbeit über Menschenrechte in der Türkei verfasst. Wie hat sich denn Ihrer Meinung nach seither in diesen 12 Jahren die Situation bezüglich Menschenrechte in der Türkei verändert? Und was sind denn konkret diese Gesetze, die Ihrer Meinung nach Demokratie und Rechtsstaat in der Türkei einschränken? Naja, seit 2018 hat sich viel getan. Also ein Zeit lang hatte man das Gefühl, und es ist soweit und die Türkei schafft es, in die Europäische Union reinzukommen. Aber diese Freude war leider schnell dann wieder weg, weil es gab in Syrien den Krieg, der sich immer weiter in die Türkei dann verlagerte. IS-nahe Milizen wurden dann gefördert. Es war dann einfach eine komplett andere Wende der
des Gedankenguts. Und immer mehr verabschiedete sich die Türkei auch dann von Europa. Und die neuere Verfassungsreform hat dazu geführt, dass die Türkei dann komplett die ganzen Gewaltenteilungen dann herausgenommen hat. Die neue Verfassung ist sehr egozentrisch, entspricht gar nicht unserer Vorstellung nach einer Verfassung, weil dort die Gewaltenteilung nicht mehr vorhanden ist. Und allein schon, wenn die Verfassung nicht wie eine richtige Verfassung ausschaut und die Ursache sozusagen in der Verfassung dann liegt und in der Politik dann liegt, dann gibt es sehr viele Gesetze, die natürlich nicht demokratiefreundlich dann sind. Sie sprachen auch davon, dass es selbst in Österreich ein Spionagenetzwerk Erdogans gebe. Noch nie davon gehört. Wie sieht dieses Spionagenetzwerk in Österreich von der AKP aus? Wie kann man sich das vorstellen als Bürger Österreichs? Ja, ich meine, ich mache ungern Vergleiche mit vergangenen Regimen, aber man kann unbeliebte Nachbarn sofort dann denunziert, dass man unbeliebte Arbeitskollegen sofort dann denunziert als Terroristen bzw. Terrorunterstützer. Also in der Türkei wird dieser Begriff hier sehr schnell verwendet. Menschen, die sich für Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit oder Wissenschaftsfreiheit einsetzen, werden dann pauschal als Vaterlandsverräter bzw. Terroristen dann abgestempelt. Also allein schon, wenn man auf Facebook die Pressefreiheit in der Türkei dann kritisiert, wird man dann sofort als Terrorist bzw. Terrorunterstützer beschuldigt. Das Ganze fällt dann meistens unter Terrorpropaganda. Und seit 2016 gab es auch seitens der türkischen Regierung sozusagen einen öffentlichen Aufruf an die Menschen in Europa, beziehungsweise konkret gesagt an die türkeistämmigen Personen und Menschen in Europa, wo man sie dazu aufgerufen hat, dass sie alle Vaterlandsverräter und Terroristen auch dann melden sollen in der türkischen Präsidentschaftskanzlei. Dafür haben sie natürlich sehr viele verschiedene Methoden verwendet. Die erste Methode war dann, dass das Ganze abgelaufen ist über bestimmte Moschee- und Kulturvereine, sprich Moscheevereine wurden nicht als religiöse Gebetshäuser verwendet, sondern eher als Parteizentralen, die der Erdogan-Regierung dann dienten. Des Weiteren wurde eine App eingeführt, wo man eben von zu Hause aus über eine App den Nachbarn oder die Arbeitskollegen und auch Menschen im sozialen Umfeld dann sofort dann anzeigen konnte. Und das führte schlussendlich dazu, dass es eine tiefe Spaltung auch innerhalb der türkeistämmigen Bevölkerung dann gegeben hat, die dann dazu geführt hat, dass dann zig europäische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bei der Einreise in die Türkei dann verhaftet wurden oder festgenommen wurden. Und das ist ein massives Problem, weil sich leider die europäischen Regierungen nicht dafür genug eingesetzt haben. Und diese festgenommenen europäischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die wurden dann in den politischen Verhandlungen als Druckmittel gegen die europäischen Regierungen dann eingesetzt. Und ich finde, das sollte Alarm genug sein, dass man hier was tut und hier nicht wegschaut. Auch heute sitzt immer noch eine Wienerin in der Türkei fest, seit Mitte August. Ihre Kinder haben mich in den letzten Tagen kontaktiert, weil sie nicht wussten, wie tun, weil sie hoffnungslos waren, weil sie verzweifelt waren, weil ihre Mutter aus der Türkei nicht ausreisen konnte. Ihr wurde auch Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Das Einzige, was sie tat, war an Frauenrechtsdemos teilzunehmen. Ja, und das kann sehr schnell dann gehen in der Türkei, dass man dann sofort ins Visier kommt.
Jetzt gibt es nicht nur die Situation, dass österreichische Staatsbürger in der Türkei demonstrieren. Man hat das ja auch von Max Zierngast, bei Max Zierngast erlebt vor einiger Zeit, sondern es gab auch vor einigen Monaten diverse Demonstrationen in Wien-Favoriten, wo es Angriffe von rechtsradikalen türkischen Gruppierungen auf linke Demos gegeben hat. Die türkische Regierung, die AKP, haben anschließend von PKK-Demos geschrieben. Welches Motiv steckt da dahinter, seitens der Regierung dies zu tun? Ja, es ist einfach immer die gleiche Rechtfertigung. Also immer, wenn man die Menschenrechte bzw. die Pressefreiheit in der Türkei dann kritisiert, die Erdogan-Politik in der Türkei kritisiert, dann kommt als Antwort sofort PKK oder Gülen-Bewegung. Weil das sind im Moment die größten Feindgruppen der Türkei. Und ich finde, das ist für mich eine, also wie eine defekte CD, werden da die Argumente immer wieder wiederholt, ja, ohne irgendwelche Substanz, ohne inhaltliche Rechtfertigung. Und es war dann schnell ersichtlich, dass die türkische Regierung diese Frauenkundgebungen sofort als PKK-Kundgebungen dann darstellt, non amet, obwohl das hatte mit der PKK in dem Sinne ja gar nichts zu tun. Es waren verschiedene Frauenorganisationen, die gegen Femizide und gegen Frauengewalt während der Covid-Zeit sozusagen protestiert haben. Und mehrheitlich waren es Frauenvereine, die hauptsächlich türkeistämmig waren und auch die Femizide, die Frauenmorde in der Türkei dann kritisiert haben. Daraufhin wurden sie von grauen Wölfen dann sofort angegriffen und der Mob wurde dann größer. Und es kam dann fast dazu, dass man die Frauen dann in eine Gebäude eingekesselt hat und auch dann versucht hat, die Gebäude dann in Brand zu setzen. Das waren schreckliche Bilder, die man in Zukunft einfach nie sehen will und nie haben will. Jetzt hatten wir die Morddrohungen bzw. die Morddrohungen an Sie, die Auseinandersetzungen in Wien-Favoriten, Angriffe auf Kirchen in Wien, natürlich den Terroranschlag in Furchtbahn Anfang November in Wien. Spitzt sich der radikale Islamismus in Mitteleuropa aktuell zu, Ihrer Meinung nach? Der spitzt sich eigentlich seit einigen Jahren zu. Und das Problem ist, sie versuchen nur über andere Kanäle diese Mobilisierungen fortzusetzen. Und dabei werden auch natürlich linke Gruppierungen, progressive Gruppierungen und auch demokratische Gruppierungen immer wieder als Mittel zum Zweck dann benutzt. Das muss ich auch so sagen. Also manchmal geschieht das Ganze unter antimuslimischer Rassismus, manchmal geschieht das Ganze unter Gegenrassismus, unter diesem Deckmantel versucht man auch dann hier Verbündete zu finden, um hier das Verständnis des Islamismus bzw. des Dschihadismus fortzusetzen. Das finde ich insofern ein bisschen problematisch und auch gefährlich, weil es fließt sehr viel Geld aus dem Ausland, also von gewissen Ländern wie Saudi-Arabien, Katar, Türkei. Und wenn sehr viel Geld fließt, wenn sehr viel politischer Einfluss passiert, dann haben wir das Problem, dass wir dann irgendwann mal gesellschaftliche Schieflagen dann haben und dann eine Generation dann haben, die sich radikalisiert und die dann ein Verständnis verteidigt, eine Gesinnung verteidigt, die mit unseren Grundwerten gar nicht zusammenpassen. Und da müssen einfach europäische Regierungen aufstehen. Es muss hier einfach konkrete diplomatische Schritte geben. Es kann nicht sein, dass politische Strategien wichtiger sind als wie unsere demokratischen Werte und auch unsere Sicherheit. Das gehört ja auch dazu. Also diese Länder haben natürlich kein Interesse daran, dass sie hier an die muslimische Bevölkerung in Europa investieren wollen, sondern sie wollen ihre politischen Interessen in Europa durchbringen. Sie wollen einfach ihre eigene Politik in Europa sichtbar machen, so wie das Erdogan auch heute macht.
Also er hat nicht unbedingt das Interesse, dass hier türkeistämmige, muslimischstämmige, Jugendliche, junge Menschen hier in Österreich sich gut integrieren, sondern ganz im Gegenteil. Er nimmt ihnen das Zugehörigkeitsgefühl weg, indem er ihnen sagt, ihr gehört nicht hierher. Und ihr werdet immer als Mensch zweiter Klasse behandelt. Und dabei spielen natürlich rechte Parteien wie AfD, FPÖ oder Rechtsextremisten, Identitäre, genau den Gruppen, den politischen Gruppen wie Erdogan in die Hände, weil das ist ja genau das, was Erdogan braucht. Also je mehr muslimfeindliche bzw. fremdenfeindliche Politik in Europa salonfähig wird, desto mehr profitiert der Islamismus davon, desto mehr profitiert natürlich politische Parteien wie der AKP davon, um dann hier mehr in Europa ihre Politik sichtbar zu machen und sich als einzige Legitimation der muslimischen Bevölkerung in Europa zu etablieren. Ganz kurz mit der politischen Kalkül bzw. politischer Strategie sprechen Sie sicherlich auch den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal konkret an, nehme ich an. Sie setzen sich ja auch ganz explizit für die Rechte der Kurdinnen und Kurden ein, haben mit Erivan, heißt so viel wie Bergblume, habe ich recherchiert, auch ihren ehemals verbotenen kurdischen Vornamen wieder angenommen. Warum war Ihnen das so wichtig? Ja, war es mir am Anfang gar nicht so bewusst, was es überhaupt bedeutet, von einer ethnischen Gruppe zu kommen, die gar keinen eigenen Staat hat. Aber so wie viele andere junge Menschen und auch Jugendliche in Österreich habe ich meine Erfahrungen mit Diskriminierungen und Rassismus gemacht. Also immer, wenn ich dann meine Muttersprache gesprochen habe, wurde ich dann entweder von türkischen Rechtsextremisten darauf angesprochen oder von österreichischen Rechten darauf angesprochen. Und das war dann immer so im Raum, geh zurück in dein Land. Ja. Und ich musste mir dann immer die Frage stellen, okay, wohin in meinem Land, wohin soll ich denn hingehen, weil die Kurden haben ja kein eigenes Land. Ja. Und es war dann sehr interessant, also ich bin ja Quereinsteigerin bei den Grünen gewesen. Und damals im Wahlkampf wurde mir dann von ein paar Kreisen empfohlen, dass ich meinen kurdischen Namen ablegen sollte, damit mich auch die türkischen Kreisen auch dann wählen können. Das hat mich schon ein bisschen verletzt, also in meiner Menschenwürde, weil ich wollte nicht, dass die Menschen mich wegen meiner Identität oder meinen ethnischen Hintergrund wählen, sondern ich wollte, dass sie mich wählen, weil ich eben für alle Probleme in Österreich da sein wollte. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich dann während dem Wahlkampf von Grauen Wölfen dann massiv angegriffen wurde, auch teilweise physisch auf der Straße auch angegriffen wurde. Ich war damals ein bisschen medial auch unerfahren und ich wollte nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehen und vor allem als junge Frau wollte ich auch nicht als Opfer dastehen und habe mich dann geweigert, mit dieser Information dann in die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl das mich massiv belastet hat, dass ich auf der Straße physisch angegriffen wurde und auch immer wieder Drohungen bekam, dass ich meine Kandidatur dann zurückziehen sollte. Ja, und wie gesagt, gleichzeitig war auch die Empfehlung da, ich sollte meinen kurdischen Namen ablegen, um hier gewisse Kreise nicht zu ärgern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann erst recht. Also wenn das so ist, dann erst recht. Ja, dann verwende ich nur meinen kurdischen Vornamen, um eben hier auch ein Zeichen des Widerstandes zu setzen und hier auch ein Symbol zu setzen, dass mich die Menschen mich aufgrund meiner Politik wählen sollten und nicht aufgrund meiner Identität. So hat sich das Ganze entwickelt. Um dem Ganzen noch etwas mehr Kontext zu geben, in der Türkei wurden bei Kurden, Armeniern, Aramäern zwangsweise Namensänderungen durchgeführt. Teilweise wurden Menschen mit Namen, Vornamen ehemaliger türkischer Generäle versehen. Und sie setzen sich in Österreich ja dafür ein, dass bei solchen Personen eine kostenlose, kostenfreie Namensänderung
ermöglicht werden soll in Österreich. Wie ist denn hier der Status quo? Ja, ich habe mich damals im Parlament eigentlich für die Sache eingesetzt, weil ich habe damals sehr traurige Geschichten mitbekommen, vor allem von der christlichen Minderheit in der Türkei, dass sie zum Beispiel, dass die Kinder daheim einen anderen Namen gehabt haben und in der Schule einen anderen Namen. Zum Beispiel ein Freund von mir, armenischstämmig, er hat mir erzählt, dass er daheim einen armenischen, einen christlichen Namen hat und in der Schule einen muslimischen Namen, weil die Familie Angst hatte, wenn er mal sozusagen seinen Militärdienst dann leistet, dass er dann dort nicht getötet wird oder diskriminiert wird. Aus diesem Grund hat man sozusagen hier versucht, vor allem den Buben ihr muslimischen Namen zu geben. Und das war für mich einfach eine sehr traurige Geschichte, die auch mit Faschismus verbunden war. Und ich habe mir gedacht, okay, warum? Das ist ja eine Qual für einen Menschen, einen Namen zu tragen, der eine militärische Operation, der nach einer militärischen Operation benannt wurde. Und das ist in der Türkei passiert, aber in Österreich sollten diese Menschen wieder die Möglichkeit haben, ihren ursprünglichen Namen auch kostenlos zu tragen, weil die Namensänderung ist ja nicht so günstig in Österreich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es kostet, aber man kommt dann schnell über 700 Euro und wenn man dann gewisse Akten und auch Dokumente dann ändern sollte, dann kommt man sehr schnell über 1.000 Euro. Ich habe mir gedacht, symbolisch wäre das ein gutes Zeichen, aber damals war ich dann nicht mehr so lange im Parlament, weil die Grünen dann leider es den Einzug dann nicht geschafft haben und somit ist der Antrag so geblieben. Aber im Grunde genommen kann ich nur sagen, ich bin jetzt irgendwie gezwungen worden, in diese Rolle hineinzukommen, mich genau für jene Gruppen einzusetzen, die keine Stimmen haben. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber auch beim Fußballspiel halte ich immer zu den Schwächeren, wenn ich mir denke, okay, die brauchen jetzt wirklich ein bisschen, die müssen einen Erfolg haben, damit sie weiterkommen. Und so hat sich das bei mir entwickelt, aber sonst, ich bin in Tirol aufgewachsen und ich habe dort meine ganze Kindheit verbracht. Also für mich ist Heimat der Ort, wo der Mensch seine Kindheitserinnerungen verbringt. Also ich bin sehr verbunden zu Tirol, weil ich dort meine ganzen Kindheitserinnerungen habe. Und trotzdem ist es für mich wichtig, hier mich für eine ethnische Gruppe einzusetzen, die keine Anwälte hat und keine Anwältinnen hat. Ja. So quasi nothing about us without us bringt mich zur nächsten Frage, die lautet, rund 15% der Menschen, die in Österreich leben, dürfen auf Bundesebene nicht wählen. Rund 30% der Menschen, die in Wien leben, dürfen in Wien zumindest auf Gemeindeebene nicht wählen. Würden Sie sagen, no taxation without representation, ein Wahlrecht für alle? Also ich finde, dass im Jahr 2020, wir haben jetzt bald 2021, ich glaube, auf das Jahr 2021 freuen wir uns alle aufgrund des Covids. Aber ich finde das einfach ein massives demokratiepolitisches Problem, hier Menschen überhaupt die Möglichkeit wegzunehmen, dass sie am politischen Leben, an der politischen Entscheidungsprozess sozusagen nicht teilzunehmen. Vor allem auf Gemeindeebene, ich finde das komplett absurd, dass Menschen, die hier arbeiten, hier ihren Lebensmittelpunkt haben, nicht einmal darüber entscheiden dürfen, ob jetzt eine Straße in Begegnungszone umgewandelt wird oder nicht. Ich finde, wir leben nun mal in einer globalen Welt und wir sollten auch global denken. Und es ist einfach sehr, sehr unüblich in einer Demokratie, dass man hier das Wahlrecht nur für eine bestimmte Gruppe dann setzt. Und alle anderen Menschen in diesem Land dann sozusagen dann ausgrenzt. Es ist ja kein Muss, dass Menschen zur österreichischen Staatsbürgerschaft rübergehen müssen, damit sie eben auch das Wahlrecht haben sollten. Hm. Also andere Länder sind viel mehr weiter voraus, auch was das Staatsbürgerschaftsrecht betrifft. Also
in Skandinavien und auch in den Benelux-Staaten sind hier die Staatsbürgerschaftsgesetze in einer viel einfacheren Form als wie in Österreich. Als dem Verfassungsjuristen Österreichs, Clemens Jablona, diese Frage gestellt wurde, ob alle Menschen, die in Österreich leben, wahlberechtigt sein sollten, ab dem 16. Lebensjahr natürlich, sagte er, ja, prinzipiell schon, aber einen Ableger der AKB möchte ich auch nicht im Parlament sitzen haben. Sehen Sie diese Gefahr? Ja, ich meine, das ist schon eine, da hat er nicht ganz Unrecht, muss ich sagen, da muss man natürlich schon schauen, welche Gesinnung überhaupt im Parlament drinnen steht, weil ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, also ich finde, dass rechte Politik und auch Islamismus eine Gefahr für unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit darstellt, non net. Aber wenn man nur aufgrund einer Gruppierung sozusagen die Angst hat, das Wahlrecht für alle anderen auszuschließen, dann finde ich, man sollte hier schon Hebel finden, wie wir das auch verhindern können. Da müssen auch die Parteien darauf schauen, inwiefern sie Mitglieder und Mitgliederinnen sozusagen in ihren Parteien dann aufnehmen, welche Kandidatinnen und Kandidaten sie dann aufnehmen. Ich glaube, man könnte sowas schon mit gewissen Klauseln und auch Bedingungen auch dann verhindern. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn man aufgrund einer Befürchtung dann alle anderen dann ausschließt. Das sage ich als eine, die wirklich sehr, sehr strange gegenüber der AKB-Regierung ist. Ja. Stichwort drauf schauen, das ist das Kerngeschäft in Österreich des VfGH, des Verfassungsgerichtshofs, der vergangenen Freitag einen sozusagen großen Tag hatte. Und das Kopftuchverbot in der Volksschule aufgehoben hat. Wie stehen Sie dem gegenüber? Ich habe vor 4 Jahren einen Gesetzesantrag formuliert und wollte hier eine Regelung schaffen. Und zwar nicht nur in Bezug auf eine Religionsgruppe, sondern in Bezug auf eine Schule, die alle raumdefinierende, überdimensionale religiöse Symbole einfach nicht erlauben sollte. Und zwar bin ich der Meinung, alles, was raumdefinierend, überdimensional ist, sollte weder in den Kindergärten noch in den Volksschulen auf irgendeine Art und Weise Platz haben. Wir haben Religionsunterricht in den Schulen. Wir haben auch die Religionsmündigkeit ab dem 14. Lebensjahr. Ich finde es halt problematisch, wenn ein 7-jähriges Mädchen nicht einmal erklären kann, warum es einen Kopftuch trägt, dann ist es für mich gegen das Kindeswohl. Und ich finde es auch problematisch, wenn man die Religionsfreiheit der Eltern über das Kindeswohl stellt. Ich finde es auch problematisch, wenn hier kleine Mädchen auch dann durch eine restriktive Kleidungsvorschrift dann sexualisiert werden. Und ich finde das nicht nur aus menschenrechtlicher Sicht, sondern auch aus frauenrechtlicher Sicht massiv problematisch. Ich konnte damals mit diesem Gesetzesantrag nicht in die breite Welt dann gehen, weil sofort das Argument war, naja, das könnte von rechten Kreisen ja instrumentalisiert werden. Und genauso ist es gekommen. Und ich finde das einfach fatal, dass eben wichtige gesellschaftspolitische Themen den rechten Kreisen oder den populistischen Kreisen dann überlassen werden. Dann tun wir uns dann ein bisschen schwer, das Thema wieder zurückzuholen. Weil wir hätten das Thema viel besser sachpolitisch führen können. Und es kann nicht sein, dass man heute das Kopftuchtragen einer 7- bzw. 8-jährigen Mädchen als Selbstbestimmungsrecht dann argumentiert. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Im Grunde genommen, also bin ich schon für eine säkulare Schule, die sozusagen in den Kindergarten und in der Volksschule vorerst mal diese ganzen überdimensionalen Symbole mal weglassen sollte, weil die Kinder ja später die Möglichkeit haben, sich dann ab dem 14. Lebensjahr frei auszuwählen, ob sie einen Kopftuch tragen wollen oder was anderes machen wollen.
Ich finde also einfach, im Jahr 2020 sollten wir schon in der Lage sein, dass wir unsere Kinder ein bisschen auch auf diese Ebene als freie und kritische Geister auch dann erziehen können. Also um das, um das nochmal festzuhalten, pro Kopftuchverbot oder pro Verbot aller großen religiösen Symbole? Nein, ich würde es gar nicht so formulieren. Also ich finde trotzdem nicht richtig, dass man mit Verbote gewisse Ziele erreichen kann. Ich glaube, die Methode ist einfach nicht das Richtige. Verbote führen in dem Sinne nicht tatsächlich zum Ziel, weil Verbote führen schlussendlich dazu, dass man einen gewissen Kreisen wie rechtsextremistischen Kreisen oder islamistischen Kreisen dann in die Hände dann spielt. Die anderen profitieren dann von dieser Positionierung und die Islamisten profitieren von diesen Verboten, weil sie sagen, schaut, die wollen nur uns bedecken, die machen nur eine Politik gegen unsere Gruppen oder gegen Muslime. Ich finde, müsste man viel mit Geboten und mit Aufklärungsarbeitern arbeiten, weil ich das viel nachhaltiger sehe, weil ich das viel effektiver sehe. Aus diesem Grund bin ich jetzt nicht unbedingt für ein Verbot. Auch mein damaliger Antrag war schon in Richtung Gebote, also viel mehr Aufklärungsarbeit und langzeitige Politik, nachhaltige Politik, also Verbotspolitik und hier dann nur bestimmte Gruppen sozusagen unter Verdacht zu stellen. Insofern sehe ich die Entscheidung des VfGH ist richtig, weil es verstoßt gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil es nur eine einzige Religionsgruppe betrifft. Aber ich persönlich hätte mir gewünscht, gerade im Jahr 2020 sollen wir da schon in der Lage sein, zumindest unsere Kinder vor den politischen Religionspraktiken sozusagen fernzuhalten, weil es gibt die Möglichkeit, jene, die ihr Kind nicht in eine öffentliche Schule schicken wollen, die schicken ihre Kinder in eine Privatschule. Dort gibt es auch die Möglichkeit eines erweiterten Religionsunterrichts, aber nicht in dieser Form. Zumindest zeigt uns der VfGH in diesem Jahr, dass die Gewaltenteilung und die Kontrollfunktion in Österreich funktioniert und der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, das Gesetz sozusagen zu reparieren. Ja, ich bin froh natürlich um diese rechtsstaatlichen Funktion, aber auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, inwiefern gesellschaftspolitische Fragen von Gerichten dann übernommen werden sollten. Ich habe teilweise das Gefühl, dass die Gerichte auch mit gesellschaftspolitischen Themen wie Sterbehilfe, Kopftuchverbot etc. ziemlich überfordert sind. Ich finde, das sollte primär auch im politischen Kontext mal diskutiert werden. Als Aufgabe der Legislative. Ja. Frau Asler, meine abschließende Frage. Gemäß meiner Recherche waren Sie das letzte Mal im Jahr 2015 in der Türkei. Unter diesen Voraussetzungen und wenn es Covid denn wieder zulässt, würden Sie gern alsbald mal wieder hin? In die Türkei meinen Sie? Ja. Also ich glaube, das Erste, was ich mache, ist sicher nach Tirol mal zu gehen oder zu fahren. Also in irgendeiner Form will ich nochmal zurück nach Tirol, weil ich war heuer wirklich nur mehr 1 bis 2 Mal kurz in Tirol. Und ja, und ich will eines Tages in die Türkei, weil dort mein Bruder begraben ist. Das hat für mich eine andere emotionale Bindung. Also ich kann seit 2015 sowieso nicht in die Türkei einreisen. Und das ist für mich auch psychologisch auch sehr schwierig, den Gedanken zu führen, dass im Falle, wenn irgendwas mit meiner Familie passieren sollte, dass ich dann nicht in die Türkei dann einreisen darf, kann und dass ich nicht mal den Grab von meinem Bruder auch dann besuchen kann. Das ist natürlich eine enorme psychische Herausforderung für mich, hier mich an das Ganze zu halten. Aber das bedeutet nicht, dass mich auch diese Themen davon abhalten werden, nicht weiterhin diese Demokratiedefizite aufzuzeigen.
es tut weh, menschlich, nona net. Es ist eine Bestrafung. Man zahlt seinen politischen Preis. Nona net. Es ist alles wirklich furchtbar, dass man sich ständig in Lebensgefahr befindet. Aber ich bin keine einzige Minute auf den Gedanken gekommen, zu sagen, ich gebe jetzt auf oder ich mache jetzt nicht weiter oder es ist jetzt ganz im Gegenteil. Also, je mehr ich diese Repressalien habe, desto mehr denke ich, desto mehr muss ich dann machen, desto mehr habe ich dann das Gefühl, ich muss dann mehr Widerstand leisten. Manche Menschen ticken auch anders. Und ich glaube, ich gehöre zu denen. Frau Aslan, dann sage ich herzlichen Dank für diesen Teil des Interviews. Vielen Dank für Ihren Einsatz für die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte, auch von einer zivilgesellschaftlichen Initiative, wie wir es sind. Und vielen Dank auch an unsere Zuseherinnen und Zuseher über YouTube und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über unseren Podcast und über Instagram.